Afrika trifft Appenzell oder besser gesagt Früchte aus der Elfenbeinküste auf das Bier von der Brauerei Locher. Der Bierproduzent bringt eine neue exotische Bierlinie mit dem Namen Heu raus. Für das spannend mit niemandem geringerem als dem Ananaskönig Johann Teller zusammen. Fabian Mohn. Ananas, Mango und Passionsfrucht aus Afrika, gemischt mit Hopfen und Malz von Appenzell. Zwei Jahre lang hat die Brauerei Locher an den drei Sorten vom neuen Bier herumgewerkt. Jetzt stimmt einerseits der Geschmack und vor allem ist der richtige Partner gefunden. Geht zum Früchte kennt sich nämlich in der Schweiz kaum jemand besser aus als der Thurgauer Ananaskönig Johann Däler, der sozusagen die Rohstoffe aus Afrika liefert. Also, dass wir ein exotisches Biermischgetränk machen, war schon immer klar. Aber rein nur mit Aromen zu arbeiten, das war uns wenig. Wir wollten eine Seele drin haben. Und der Johann hat die gebracht mit dieser Kleinbauern, die die Früchte erntet in der Elfenbeinküste. Und dass wir die zusätzlich unterstützen können mit der höchsten Qualität dieser Früchte, das ist eine super Sache. Und schließlich trägt der Johann Däler nicht umsonst den Namen Ananaskönig. Ende der 70er Jahre baut er zum ersten Mal in der Elfenbeinküste Ananas an. Schnell wird er zum grössten Produzent in der Region und beschäftigt 1'500 Mitarbeiter. Weil dann aber der Bürgerkrieg ausbricht, verliert er sein Imperium und muss nochmal von vorne anfangen. Mittlerweile hat er seine Ländereien zurückgekauft und baut unter anderem Kakao an. Zusammen mit der Brauerei Locher nimmt er jetzt nochmal einen Anlauf mit Früchten. Eine Zusammenarbeit zwischen Afrika und Appenzell, die eigentlich nur durch einen Zufall entstanden ist. Ich mache die Zeitung auf, eine Vollseite. Der Bierkönig aus Appenzell erfindet sein Bier immer wieder neu. Und das war genau der Zeit, wo ich tatsächlich einen Container Passionsfrucht Barouche am Stock hatte. Und ich musste müssen vernichten, sonst musste ich viel Geld zahlen. Und dann habe ich ihm spontan angerufen und er hat mir spontan zugesagt. Nebst der Passionsfrucht hat sie jetzt auch die Mango und natürlich die Ananas ins neue Bier geschafft. Ob die Nachfrage für das Gemisch aus Tradition und Exotik auch wirklich da ist, wird sich zeigen. Der Ananaskönig Johann Däler und der Bierkönig Karl Locher sind dann auch nochmals später in dieser Sendung ein Thema. Dazu gibt es wie immer am Freitag auch noch das Lifestyle. Heute besucht Patricia Boser das Trio Starbucks Comedy. Sie erfahren, wie die drei Jungs im gestreiften T-Shirt leben, wenn sie nicht gerade auf der Bühne stehen. Das alles gibt es nach dem Wetter und einer munzigen Pause. Bis gerade.